Hey, was ist denn los? Warum bist du nur so müde und fertig, hä? Was ist denn los? Was ist denn hier? Was denn? Die Straße nicht gut oder was? Was ist denn los hier? Streng dich mal ein bisschen an hier. Ja. 1500 Kilometer. Ich bin fertig. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen drüber reden, weil hier gerade Musik läuft im Hintergrund, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind hier gerade in meiner Firma und tauschen die Sitze aus. Ich habe den Beifahrersitz mitgebracht, der war ja im Keller. Der Fahrersitz ist komplett gebrochen, also keine Chance hier noch irgendwas zu reparieren, hier an der Stelle. Ja, dann machen wir jetzt aus dem Beifahrersitz den Fahrersitz und dann wird der da eingebaut und dann geht's weiter. Vielleicht. Tagen keine Videos gemacht so richtig. Heute ist der 24. Juni, Montag. Ich habe gerade den Mähdrescher abgeladen, Swift Current, Saskatchewan. Ich war ein paar Tage zu Hause zwischendurch, weil Susi ging es nicht so gut und da war ich dann zu Hause. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Regina. Soll da, ja, keine Ahnung, irgendwas aufnehmen nach Fargo. Bin ich so ganz schlau geworden aus der Beschreibung. Auf jeden Fall 5x5x5 Fuß. Das war was ganz Kleines, aber 27.000 Pfund schwer. Wage ich zu bezweifeln. Mal sehen. Es geht nach Fargo. Bin ich dann, ist ja gleich um die Ecke quasi, Regina, Fargo. Das sind irgendwie 800 Kilometer. Ich fahre über ein Jahr, dann sind es 880 oder sowas, 890. Bin ich morgen Mittag in Fargo und dann schauen wir mal. Morgen Mittag ist Dienstag. Wahrscheinlich schicken sie mich dann von Fargo aus leer runter nach entweder einen Sprayerladen oder einen Mähdrescherladen. Oder ich kriege aus Fargo eine Ladung zurück, aber das ist auch sehr selten. Naja, lass uns mal überraschen. Auf jeden Fall mal wieder was Neues, mal was anderes, auch wenn es noch was Kleines ist, aber ich mache sowas ja zwischendurch immer ganz gerne mal. Wetter ist total super genial. Zu Hause stürmt es und wir hatten gerade Stromausfälle zu Hause. Hier ist überhaupt nichts.
pünktlich am nächsten Tag sind wir schon in Fargo. Edmund ist auch da. Es hört sich jetzt so an, als wäre das ganz easy, einfach mal schnell nach Fargo, aber es waren halt doch wieder fast 900 Kilometer. Ja. Bei dem Kunden, wo ich jetzt hinfahre, da war ich schon mal, da habe ich mal was abgeholt. Der eine oder andere wird sich erinnern können, da musste ich Bobtail aus Winnipeg nach Fargo fahren und da bei dem Kunden was abholen. In 300 meters, turn right on I-94BL. Blöde ist, ich erwarte jetzt auch gleich einen Anruf. Wahrscheinlich genau, wenn ich beim Kunden bin und die Ketten abmache. Das ist ein bisschen doof. Aber der ist schon seit einer ganzen Weile gescheduled, wie es so schön heißt. Steht schon seit ein paar Tagen auf dem Plan. Und da wusste ich ja noch nicht, dass ich hier heute in Fargo bin. 28 Grad, blauer Himmel. Eigentlich ganz schön. Ganz schön viel Verkehr hier. Heute ist Dienstag, es ist 11 Uhr Ortszeit. Vorher das Ding loszuwerden. 100 meters, turn right on Second Avenue. Du bist ruhig, wir sind schon da. Ach, den muss ich bestimmt mit dem Kran irgendwie. Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Man muss da bestimmt mit dem Kran abgeladen werden. Ach, je. Na gut, dann muss ich noch mal eine Runde drehen im schlimmsten Fall. Das habe ich gerade versammelt. Egal.
steht so schönes Gerät rum, das würde ich so gern mitnehmen alles. Aber nein, ich fahre jetzt 1000 Kilometer leer zum nächsten Mähdrescher. Yippie! Auf geht's! Let's go! Here we go! Let's go! Mutti, musst du denn jetzt genau neben mir sitzen? Ach. In 300 meters, take the entrance to the right on I-29 South US 81 South. Warum parkst du hier mitten auf der Straße? Sanji! Sanji parkt auf der Straße. Ja, Bremse, besser. Du bist viel zu schnell. Komm, Sanji, hammer down. Speed warning. Ja, ja. Komm, Sanji, gib Gas. In 2 kilometers, keep to the right on I-94 east, I-94 west. Wieder einer dieser Momente. Es ist Mittwoch, 6 Uhr morgens. Bin gerade losgefahren, habe gerade frisch getankt. Fahre jetzt hier gerade durch. Die Sonne geht auf. Es ist so ein schöner Tag. 21 Grad. Ich musste leider idlen die Nacht. Wir hatten die ganze Nacht über irgendwie so 25, 26 Grad. Ich bin irgendwann um 11 wach geworden und war total klitschnass. Musste ich leider den Motor einschmeißen für die Klimaanlage. Hab dementsprechend auch etwas schlecht geschlafen. Aber der Morgen hier, der macht es gerade wieder wett. Der macht es gerade echt wett. Sieht so gut aus. Diese grünen Felder, diese langen Schatten. Oh, herrlich. I love it! I love it!